여기 아이들과 즐겁게 놀고 있는 한 여자. 하지만 아빠의 등장과 함께 분위기는 순식간에 달라지는데요. 아무리 봐도 이 가족 뭔가 이상합니다. 그날 밤 다급하게 집을 뛰쳐나오는 여자. 이내 여자는 이곳을 지나는 차 한 대를 발견하지만 잠시 후. 어느샌가 교통사고를 당한 엄마의 곁을 지키고 있는 딸 하나. 다행히 곧바로 수술실로 들어가는 레나. 하지만 예상치 못한 문제가 발생하는데요. 레나는 딸이 말한 것과는 달리 마이너스 AB형이 아니었죠. 같은 시간 혼자 병원을 둘러보고 있는 하나. Ich bin Schwester Ruth. Und wer bist du? Ich heiße Hannah. 앉자마자 하나는 이상한 말을 합니다. Mama ist manchmal ein richtiger Tollpatsch. 엄마가 멍청한 짓을 하는 바람에 이런 사고가 났다 말하는 하나. Sag mal, trinkt deine Mama manchmal Alkohol? Mama bekommt Wasser. Kann es sein, dass ihr zu Hause Hilfe braucht? 그리고 이때. 그냥 웃어 넘기기에는 너무 진지한 아이의 표정. Unfallort ist abgesichert? Natürlich. Sind Sie wegen des Unfalls hier? Dass mit seiner Mutter gekommen ist, dass ihre Mutter ihren Vater umbringen wollte. Wie heißt das Mädchen? Hannah. Und Adresse? Hab ich nicht aus ihr rausgekriegt. 이에 간호사 루트는 하나에게서 집 주소를 알아내 보기로 하죠. Was ist das? Zu Hause. Wer ist denn alles zu Hause? Jonathan. Aber ich bin älter. Bruder, der ist jetzt ganz allein zu Hause. Der muss noch die Flecken aus dem Teppich machen. Und wenn der Teppich sauber ist, dann können wir ihn noch holen. Ich mache nur das. Nein. Man kann ja gar nicht durch das Fenster schauen. Die Fenster sind abgedichtet, weil der Zirkulationsapparat die Luft. 도저히 이해가 안 가는 하나의 말들. Ist das denn weit weg, euer Haus? Das kann ich nicht sagen. Wir dürfen noch nicht gefunden werden. Jonathan hat sich auch viel mehr vor dem Blut erschreckt als ich. Pam! So hört es sich an, wenn man jemand etwas auf den Schädel haut. Wie geht es hier? Ist Ihnen irgendetwas Besonderes aufgefallen? Gruppe AB negativ, die die Tochter der Notärztin genannt hat, die stimmte nicht. Es war echt heikel. Hätte man sich aber auch nie darauf verlassen dürfen ohne Kreuzprobe. Danke. 담당 형사인 아이다는 이 사건이 뭔가 심상치 않음을 느낍니다. 그래서 곧바로 아이의 주소를 알아내기 위해 전문가를 초대하죠. 집에 있을 때와 같이 이상 행동을 보이는 하나. Die Nägel müssen sauber sein und man darf nichts in der Hand verstecken, womit man sich selbst oder einen anderen. Hallo Hannah. Ich bin Aida Kurt. Hallo Hannah. Du kannst Benedikt zu mir sagen. Ich muss ganz kurz mit ihm sprechen. Ja. Hannah hat gesagt, es gibt noch ein jüngerer Bruder, Jonathan. 루트는 형사에게 자신이 하나에게서 들은 이상한 점들을 얘기해 줍니다. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Und hat Mama vielleicht Papa mal wehgetan? Es war ja aus Versehen. Kannst du mir das genauer erklären? Hannah, wo klingeln denn deine Freunde, wenn sie dich besuchen wollen? Man braucht keine Freunde, wenn man eine glückliche Familie ist. Und in der Schule? Wir machen Homeschooling mit Mama. Du und deine Mutter? Er ist halt für irgendwas weggelaufen. Jonathan ist zu Hause geblieben, oder? Ist sonst noch jemand bei deinem Bruder? Mit Druck kommen wir nicht weiter. Ja? Wir brauchen Zeit. Ja. LKA. 한편 범죄수사국 출신의 게르트 빌링 형사는 이날 우연히 레나의 교통사고 기록을 보고는 흠칫 놀랐는데요. Was willst du? Aachen. Da
liegt ein Unfallopfer, eine blonde Frau namens Lena. Wollte gerade einfach nur. Was hat er gesagt? Sie haben Lena gefunden. 알고 보니 13년 전에 납치된 딸 레나를 찾고 있던 베크 부부. 부부는 곧바로 딸을 만날 수 있다는 희망을 안고 병원으로 향합니다. 하지만 아쉽게도 병실에 누워있는 여자는 딸과 이름만 똑같은 다른 사람이었죠. 기대가 컸던 만큼 실망도 컸던 베크 부부. 하지만 이때 하나를 보더니 잠시 말을 잊지 못하는 베크 부부. 그러더니 하나를 보고는 자신의 딸 이름을 외치는데요. 대체 지금 이곳에선 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 잠시 후. Sie sieht aus wie unsere Tochter. Ja, so wirklich genau wie Lena in dem Alter, wie ein Klon. 13년 전 납치됐던 레나를 속배 닮은 하나. Das Mädchen hat angegeben, dass das Unfallopfer ihre Mutter ist. Aber sie ist es nicht. Sind Sie sicher? Denken Sie, ich erkenne meine eigene Tochter nicht wieder. 이에 아이다 형사는 곧장 레나와 하나의 DNA 검사를 의뢰하는데요. 이때 문득 뭔가가 떠오른 형사. Wissen Sie, welche Blutgruppe Ihre Tochter hat? AB negativ, wie ich. Mama hat die Blutgruppe AB negativ. 역시나 이 사건은 13년 전 납치 사건과 뭔가 관련이 있는 듯 보입니다. Sie sind mit der Familie eng befreundet. Matthias und ich, wir waren Freunde. Sie haben die Ermittlungen geleitet. 한편 수사가 시작도 안 됐는데 벌써부터 베크 부부에게 알려 현장을 어지럽게 만든 게르트 형사가 마음에 들지 않는 아이다 형사. Das hier, das Kind, die Frau, das ist die erste echte Spur seit 13 Jahren. Und wir haben damals alles versucht. 결국 아이다 형사는 조금은 꺼림칙했지만 게르트 형사와 힘을 합쳐 이 사건을 풀어보기로 합니다. 한편 넋나간 사람처럼 하나만 보고 있는 마티아스 베크. Ich werde dich nach Hause holen. 그는 하나가 자신의 핏줄이라는 것을 확신하고 있습니다. LKA Düsseldorf. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. 그 시간 빨리 여자를 깨워 자초지종을 듣고 싶은 게르트 형사. Wie heißen Sie? Sag ihm, wie du heißt. 하지만 여자가 갑자기 이상 증세를 보이기 시작하는데요. Wenn du schreist, töte ich dich. Wie heißen Sie? Lassen Sie das. Lena. Das hast du gut gemacht, Lena. Die Frau wurde von einem Auto angefahren. 한편 경찰은 자신이 레나라 주장하는 여자의 옷으로 그녀의 집 위치를 추적 중인데요. Gesperrt? Das dauert noch. 그러던 중 우연히 만난 근처 보안 직원. Sie sind nicht zufällig auch gestern Nacht hier lang gekommen? Mach die Tour immer morgens und abends. Nachts ist da dunkel wie Bernard. Gute Fahrt. 이때 갑자기 하나가 이상한 말을 합니다. 이전에 병원에서 본 남자를 자신의 할아버지라 말하는 하나. 이에 게르트 형사는 곧바로 베크 부부를 찾습니다. 하나, sie sagt, du bist ihr Großvater. Hast du dieses Mädchen schon einmal gesehen? Gerd? Hanna behauptet, dass sie dich erkannt hat. Denkst du, ich habe Lena entführt? Matthias, ich... 혼란스러운 게르트 형사. Das Matthias das Mädchen schon mal gesehen hat. Du spinnst doch. Es ist gut möglich, dass sie Teile der Wirklichkeit verzerrt, um ihre eigenen Erfahrungen und Empfindungen anzupassen. 그는 13년 전 납치 사건이 베크 부부의 자작극이라는 가능성도 조심스레 생각해 봅니다. Die schenke ich dir, damit deine Augen nicht mehr wehtun. Sollen wir mal zusammen rausgucken, wir beide? 한편 엄마가 보고 싶었던 하나. 그리고 하나가 여자의 손에 몰래 쥐어줬던 건 날카로운 유리 조각이었죠. 잠시 후. Ich weiß, dass Sie nicht Lena sind. Wollen Sie mir nicht sagen, wie Sie wirklich heißen? 진짜 레나의 사진을 보여주며 진실을 말해달라 부탁하는 게르트 형사. Wie war sie? Zaubernder Mensch. Ich dachte immer, dass sie Schriftstellerin wird, oder? Hat dann aber Jura studiert. Und dann
Nach einer Party ist sie einfach verschwunden. Ihr letzter Anruf wurde um 4.10 Uhr registriert. Danach blieb ihr Handy ausgeschaltet. Und dass wir bis heute nicht wissen, was damals mit ihr passiert ist. Wenn Sie uns also irgendwie helfen können. Ja. Ich bin immer bei dir, Lena. Sie braucht eine Pause. 그녀는 간신히 입을 열어 말합니다. Ich war dabei. 한편 하나는 이제 재활과 심리 상담을 위해 다른 곳으로 이동하는데요. Die nehmen Sie mir weg. Auf Wiedersehen, Schwester Gut. Wo bringen die Sie hin? Matthias? 몰래 하나가 탄차를 뒤쫓아가는 마티아스. 그는 어떻게 해서든 하나를 자신이 데려가기로 마음먹습니다. 같은 시간. Stofffetzen an einem Zaun. Okay, Koordinaten sofort in die Gruppe stellen. 마침내 레나라 주장하는 여자의 집으로 추정되는 곳을 발견한 아이다 형사. 하지만 이곳은 군사보호구역이었죠. Und die Zuständigkeit? Ja, die ist noch in Erklärung. Ja, ich weiß. Der Junge, der da drin ist. Der da wahrscheinlich drin ist. Der ist höchstens acht. 결국 안에 있을지도 모르는 하나의 남동생 때문에 진입을 명령하는 아이다. 그런데 이때 Hallo? 이전에 봤던 보안 직원이 이곳은 통제구역이라며 경찰들을 막아서는데요. Das ist Sperrgebiet. 하지만 아이다는 남자의 말을 무시하고 작전을 진행합니다. 그리고 잠시 후 아이다는 전혀 예상치 못한 사고를 마주하죠. 한편 화면은 이제 자신이 레나라 주장하던 여자의 과거를 비춥니다. Wie geht's dir, Lena? Ich heiße nicht Lena. Hilfe! 영문도 모른 채 납치당했던 이 여성. 다음 날 Hast du Durst, Lena? 계속해서 자신을 레나라 불렀던 정체불명의 남자. Erst färben wir die Haare und danach darfst du trinken. Gut. 결국 여자는 어쩔 수 없이 염색을 하게 되죠. Es fehlt nur noch eins. 물론 그 뒤로도 지옥 같은 날들은 계속해서 이어졌었는데요. Kontrolle schafft Sicherheit. Bitte stellst du dich mit ausgestreckten Händen hin, so dass ich dich sofort sehe. Du benutzt die Toilette morgens um sieben. Lena, pass doch auf! Das ist deine Lieblingsbluse. Nimm den Arm hoch. Raus. Raus. 심각한 트라우마에 시달리고 있는 여자. 세티야, 엄마 ist wieder da. Hallo, Mama. Das sind nicht meine Kinder. Doch, Lena. Das sind deine Kinder. Ich bin dein Mann. 한편 정직은 물론 모든 책임을 짊어지고 계속해서 작전을 강행하는 아이다 형사. 그렇게 경찰은 그 어느 때보다 조심스레 진입을 준비하는데요. 다 drin sitzt und hier gleich alles in die Luft jagt. Wer kann noch in dem Haus sein? Ja. Ich hab ihn mit so einer Schneekugel. Polizei! 그리고 아이다는 이곳에서 끔찍한 몰골의 시체 한 구를 발견합니다. Dein Gesicht ist völlig. Dein Gesicht ist völlig zerfetzt. Was ist mit dem Jungen? Können Sie ihn sehen? Kinderzimmer. Kinderzimmer unter dem Bett. Im Kinderzimmer unter dem Bett. 곧바로 침대 밑을 살피는 아이다. Hey, Jonathan hat alles richtig gemacht. Das muss man ihm sagen. Du hast alles richtig gemacht.
Ich hab ihn. Sie haben den Jungen. Ich heiße Jasmin. Gibt es irgendjemanden, den wir für Sie benachrichtigen können? Mein Papa. 그렇게 마침내 여자의 정체가 밝혀지는데요. Die Kollegen in Freiburg sind jetzt auf dem Weg zu ihrem Vater. 하지만 뭔가 이상합니다. Sie hatten doch eben gesagt, Sie haben ihn einmal geschlagen. Auf dem Foto, das ist nicht zur Identifizierung geeignet. Muss es sehen. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ganz ruhig. 발견된 시체는 자신이 한 짓이 아니라 주장하는 야스민. Kaputt. Ich hab dich alles gut. Anna, schau mal, wer hier ist. 어찌됐든 그렇게 요나탄은 무사히 누나와 함께 시설에서 생활하게 됩니다. 탱키? Bekommt Mama auch ein Geschenk? Mama bekommt doch ein Baby. 한편 현장에 도착한 게르트 빌링. Sind Sie der Kollege vom LKA? Billing. Halten Sie sich da hinten bitte auf dem abgeflatterten Weg. Werden Sie jetzt übernehmen? Der Kollege hat durch meinen Befehl einen Fuß verloren. Ah, und der Chef der Sicherheitsfirma hier von dem Gelände, der hat mich auch angezeigt. Da vorne ist es. Ich habe solche Verletzungen noch nie gesehen. Was haben wir denn hier? Eine Überwachungskamera. Ich guck mal draußen, ja? Hm. 그리고 게르트는 아이들의 방에서 뭔가를 발견하는데요. Hannah hat die Zeichnung immer Großvater genannt. 하나가 할아버지를 알아볼 수 있었던 건 이 그림 덕분이었죠. Mama bringt euch gleich ins Bett. Geh auf die Toilette, Lena. Glück ist ein besonders günstiger Zufall. Eine erfreuliche Fügung des Schicksals. Wie fühlt sich das an, Glück? Kommt mal her. Ist was? Ich glaube, wir haben den Router. 하지만 공유기가 꺼지자. Raus! Raus hier! Alle raus! Weg von uns! 이 Verletzungen im Gesicht und am Hals sind zweifelsfrei durch eine konkav geformte Glas. 그리고는 발견된 시체가 사망한 후에 훼손됐다는 사실이 밝혀지죠. Allerdings alles postmortem. Was ist mit der DNA? Ja, die DNA des Toten stimmt nicht mit der Kinder überein. Dann gibt es einen zweiten Täter? Und wohl auch einen dritten. Weil der DNA-Vergleich ergeben hat, dass die Kinder zwar dieselbe Mutter haben, aber nicht denselben Vater. 범인은 아직 살아 있습니다. 우선 독일의 원작 소설을 토대로 만들어진 이 드라마는 상당히 흥미진진한 소재를 가지고 시작합니다. 하지만 개인적으로는 소설의 상당 부분을 6부작안에 풀어내려 하다 보니 그 과정에서 메인 스토리의 속도감이 너무 떨어지고 좀 복잡해진 게 아닌가라는 생각이 들었는데요. 그래서 이제 편집이 참 쉽지가 않네요. 여튼 뭐 더 이상의 설명은 스포가 될 수 있으니 잊지 마도록 하고 저는 빨리 나머지 부분들을 편집해서 금방 찾아뵙도록 하겠습니다. 재밌게 보셨다면 가시는 길에 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 감사하겠습니다. 노바이오리, 러브유.